Du bist introvertiert und glaubst, dass du deswegen keine Chancen bei Frauen hast, dann ist dieses Video genau richtig für dich, denn wir beweisen dir heute das Gegenteil. Wenn du den Kanal noch nicht abonniert hast, tu es gern. Wir laden zweimal die Woche Videos zu den Themen mehr Erfolg bei Frauen hoch. Und jetzt geht's los mit dem Video. Viele Männer kommen zu uns ins Coaching und behaupten, dass sie keinen Erfolg bei Frauen haben können, weil sie sehr introvertiert sind. Also ihnen fällt es einfach schwer, in soziale Interaktionen Energie rein zu investieren. Sie sind nicht besonders laut, sie stechen auch nicht aus der Masse hervor. Und diese Männer denken deswegen, dass sie einfach schlechte Karten haben bei Frauen, weil sie eben nicht so laut sind, nicht so viel reden können, nicht so frei von der Seele quatschen wie der Extrovertierte. Und erstmal klingt das auch schlüssig, weil wir Männer haben ja so die Vorstellung vor Augen, dass dieser extrovertierte Typ, der laut, der lustig ist, der die Frauen entertaint, dass der am Ende der Mann ist, der die Frauenherzen erobert. Und das stimmt so nicht ganz. Und darüber reden wir nämlich jetzt. Denn du kannst als introvertierter Typ definitiv Frauen erobern. Du hast gute Chancen, wenn du es richtig machst. Teilweise sogar bessere Chancen als der Extrovertierte. Und ich weiß noch genau, früher dachten Kai und ich genauso. Wir haben auch gedacht, dass man sehr, sehr extrovertiert sein muss, um Erfolg bei Frauen zu haben. Und deswegen sind wir im Alltag, aber besonders im Nachtleben, immer rangegangen und haben unser Energielevel künstlich nach oben gehoben. Das heißt, wir waren immer sehr laut, haben Frauen angesprochen, Witze gemacht, haben versucht, die zu entertainen, weil wir halt immer dachten, ey, du musst so sein, Energielevel muss oben sein, du musst extrovertiert sein, das lieben die Frauen. Und von außen sah das auch immer ganz gut aus. Ich weiß noch, da kamen teilweise dann Typen zu uns, ey Bro, geil Mann, ihr macht hier die Mädels klar. Aber am Ende des Abends ist jeder von uns alleine nach Hause gefahren. Wir hatten keinen Erfolg und das ist auch unsere Erfahrung, die wir jetzt hier mit dir teilen. Du musst nicht laut, du musst nicht extrovertiert sein, um Erfolg bei Frauen zu haben. Es kam sogar manchmal vor, dass wir da die ganze Zeit die Mädels unterhalten haben, aber ein ruhiger und selbstbewusster Typ zum richtigen Zeitpunkt dazwischen kam und uns die Mädels einfach vor der Nase weggeschnappt hat. Erst als wir dann gelernt haben, in den richtigen Momenten auch mal die Klappe zu halten und die Energie nach und nach rauszunehmen, lief es für uns beide auf einmal wesentlich besser. Diese hohe Energie, die ist wichtig, um ins Gespräch zu kommen, keine Frage, vor allem in so Umgebungen wie dem Nachtleben, wo es sehr hektisch, wo es sehr laut ist. Aber am Ende des Tages finden Frauen dich einfach interessanter, fühlen sich Frauen zu dir hingezogen und vor allem fühlen sich Frauen in deiner Gegenwart einfach wohler, wenn du ruhig bist, wenn du entspannt und locker drauf bist und mit dir im Reinen. Und das waren Kai und ich zu dem Zeitpunkt eben nicht. Wir haben so ein bisschen versucht, unsere Unsicherheit mit diesem hohen Energielevel zu kaschieren. Und da hast du als Introvertierter mit deiner Ruhe definitiv Vorteile. Wenn du das geschickt einsetzt, dann kannst du gute Karten haben im Gespräch mit Frauen. So, meine Freunde, hier kommen wir zu einem weiteren Wahrzeichen unserer Entwicklung. Der Penisbrunnen, das haben wir früher liebevoll immer genannt. Und hier da hinten in der Ecke, da war so circa 2013, 2014, da standen da im Sommer immer so 14 Jungs. Und wenn ich dann irgendwie nur eine halbwegs attraktive Frau gewagt hat, hier diesen Platz zu betreten, zack, wird die direkt angequatscht. Das war früher echt krass, muss ich sagen. Ich muss sagen, bei dem Kaliber, da wird man schon ein bisschen neidisch. Du vielleicht. Was introvertierten Männern auf jeden Fall leichter fällt als extrovertierten Männern ist, eine Verbindung zwischen sich und der Frau herzustellen. Und wir haben ja eben schon von Antonia erfahren, dass wir ja früher ziemlich hektisch waren, wenn wir Frauen angesprochen haben. Wir sind da immer so in die Gespräche reingegangen, so hey du, stopp mal kurz, haben uns so richtig vor die Frau geschmissen. Ich weiß, es ist super crazy, aber ich habe dich gerade da hinten gesehen, du gefällst mir richtig gut und ich wollte dich einfach mal ansprechen. Ne? Sehr viel Energie und dadurch schaffst du es auch nicht, irgendwie so eine Connection herzustellen. Das ist einfach nur so ein bisschen überfordernd. Es kann funktionieren, muss aber nicht funktionieren. Besser ist es, wenn du wirklich entspannt in ein Gespräch reingehst und sagst so, hey du, ich habe dich gerade da hinten gesehen, ich weiß, ein bisschen verrückt, aber du gefällst mir einfach richtig gut und ich wollte dich einfach mal ansprechen. So, hallo, ich bin der Kai. Ne? Viel weniger Energie und ne, dafür musst du auch nicht besonders eloquent sein. Ne? Das ist nicht schwierig, das kann jeder machen und das können vor allen Dingen introvertierte Männer gut machen. Intensive Momente zwischen dir und der Frau, die entstehen einfach nicht, wenn du ja viel laberst oder ja, wenn halt viel gelacht wird, sondern eher so in etwas ruhigeren Momenten. Ja, und
viel lachen, viel labern, das machen introvertierte Menschen einfach nicht. Die sind von Natur aus einfach ruhiger und deswegen entstehen halt diese Momente, die intensiven Momente zwischen dir und der Frau dadurch halt einfach automatisch. Ja, und das ist ein großer Vorteil, den halt introvertierte Menschen haben. Wenn es wirklich zur Sache geht, na, dann bringen sie halt von Natur aus eher diese Fähigkeiten mit, na, dass zwischen dir und der Frau halt einfach etwas geht. Und wir erleben es häufig auch in unseren Coachings, dass Coaching-Teilnehmer zu uns kommen, so am Anfang halt sehr viel reden, klar mit uns dann flachsend durch die Stadt laufen so, und wenn die mit Frauen reden, dann reden die auf einmal viel weniger. Ja, da sind die viel ernster, da sind die viel ruhiger und das sind meistens auch die Coaching-Teilnehmer, die am Ende des Tages den meisten Erfolg haben. Eine weitere wichtige Sache, die du verstehen musst, Frauen übernehmen ja auch so ein Stück weit dein Vibe, wenn du sie ansprichst. Und ich meine, die Situation ist sowieso schon ein bisschen angespannt. Ne? Da ist eine Frau, ein fremder Mann, der quatscht sie an und da ist halt automatisch ein bisschen Spannung halt dann in der Situation. Und klar, wenn du in das Gespräch reingehst, voll viel Energie hast, dann kann es halt häufig sein, dass der Frau das dann halt einfach zu viel ist. Ne? Sie findet dich vielleicht gut, sie findet, ja, der sieht gut aus, ne, der hat was, aber weil du die ganze Zeit da hier Remi-Demi machst, sagt die Frau, reicht und geht halt aus dem Gespräch raus. Und ja, das passiert halt introvertierten Männern halt auch nicht. Die sind halt eher ruhig, ne? Und dadurch sorgen sie dafür, dass sich die Situation dann halt auch entspannt und dass die Frau sich halt in dem Moment auch in deiner Gegenwart entspannen kann. Und das ist auf jeden Fall ein weiterer riesiger Vorteil. Genauso ist es auch mit dem Thema Nähe. Ne? Wenn du Frauen halt mit sehr viel Energie ansprichst, sagst du, hey, stopp mal ganz kurz, was macht die Frau? Ja, sie geht halt erstmal ein paar Schritte zurück. Das heißt, ihr habt halt nicht diese Nähe. Ne? Und wenn du halt eher ruhig bist und entspannt bist, ruhig redet, dann lässt die Frau halt auch ja, viel mehr Nähe zu und dadurch kann zwischen dir und der Frau halt auch erst diese sexuelle Spannung entstehen. Ach ja, Köln, hier werden echte Erinnerungen wach. Schön mal wieder hier zu drehen, denn hier fing wirklich alles für mich damals an, als ich so 21, 22 war und mich endlich dazu entschied, mein Datingleben in die eigene Hand zu nehmen und aktiv zu werden. Da bin ich immer hier nach der Arbeit in die Stadt gefahren, habe Frauen im Alltag angesprochen und so meine ersten Erfahrungen gesammelt. Und ja, der Weg war nicht immer leicht. Der Weg war auch steinig. Ich meine, heute coachen wir das Ganze, helfen Männern dabei, haben unseren YouTube-Kanal und dir kann das einfach nur zeigen oder was du daraus mitnehmen kannst, dass wenn du es wirklich willst und auch wirklich aktiv wirst, dann kannst du es auch schaffen. Aber du musst halt einfach die Entscheidung treffen, dass du daran jetzt was ändern möchtest. Und dann musst du halt auch vor die Haustür gehen und etwas tun. Ne? Von nichts kommt einfach nichts. Und wenn du jetzt nicht 3, 4, 5 Jahre dafür brauchen möchtest, wie Kai und ich, mit vielen Downs, dann kann ich dir nur empfehlen, such dir Leute, die Ahnung davon haben. Such dir Leute, die Erfahrung haben und dir helfen können, schneller ans Ziel zu kommen. Wenn du dich da mal informieren möchtest, wie unser Coaching aussieht, dann kannst du gerne den kostenlosen Link für ein Beratungsgespräch nutzen. Da sprichst du mit mir und Kai. Wir schauen mal, wie deine Situation ist. Und dann schauen wir natürlich auch, ob es für dich gerade geeignet ist, Vollgas in diesem Bereich zu arbeiten. Damit du vielleicht auch irgendwann hier am Penisbrunnen stehst und deine Traumfrau kennenlernst. Wir machen jetzt weiter im Video. Komm! Natürlich darf auch in Köln der obligatorische Kaffee nicht fehlen. Ja, Prost, mein Freund. Ich muss sagen, Köln ist eine coole Stadt. Ne? Wie gesagt, wir waren ja früher oft hier, aber Düsseldorf ist schon schöner. Köln ist sehr zugebaut. Alles sehr eng, viele Gebäude. Also Düsseldorf ist von der Optik schöner. Ich weiß nicht, ob die Kölner das gerne hören. Du bist ja auch gebürtiger Kölner. Ich bin hier geboren und kann nur das bestätigen, was du sagst. So ist das halt. Tut mir leid. Der einzige Vorteil, den extrovertierte Männer haben, ist einfach der, dass sie kontaktfreudiger sind. Also sie kommen mit Menschen leichter ins Gespräch. Sie haben einfach immer irgendein Gesprächsthema, irgendeinen Vorwand, sind auf einer Party oder sitzen in der Bahn, sehen irgendwas, hübsche Schuhe, sprechen das an, zack, sind im Gespräch. Das ist halt ihre Stärke im Vergleich zu einem Introvertierten. Und klar, wenn du als introvertierter Mann das siehst, die ganzen extrovertierten Typen, wie sie mit Frauen reden, dann gehst du automatisch davon aus, dass du so sein musst wie sie. Aber wir haben ja jetzt gelernt, dass dem nicht so ist, dass du auch Stärken hast und die gezielt einsetzen kannst. Bei dir ist halt wirklich wichtig, wenn du introvertiert bist, dass du ins Gespräch kommst. Das ist der schwierigste Part und den kann dir halt auch keiner abnehmen. Du musst da wirklich dafür sorgen, dass du durch Übung, durch Überwindung in das Gespräch mit der Frau kommst. Die ersten 10 Sekunden, das sind die schwierigsten. Aber wenn du dann im Gespräch drin bist, dann läuft's. Dann kannst du deine Stärken, innere Ruhe, locker sein, definitiv zu deinem Vorteil nutzen. Also mach dir einfach klar, wenn du Frauen kennenlernen willst, dann musst du den ersten Schritt gehen, auch wenn es dir schwerfällt. Die Frauen kommen nicht auf dich zu. Du musst auch verstehen, das, was danach kommt, ist für introvertierte Männer auch nicht unbedingt schwerer. Du siehst halt zum Beispiel einen extrovertierten Mann, der mit einer Frau redet, der macht die ganze Zeit Witzchen, der ist high energy, die Frau ist die ganze Zeit am Lachen. Auch das musst du nicht machen. Du kannst einfach mit einer Frau ganz normal reden und trotzdem
funktioniert es halt richtig gut. Klar brauchst du hier hinter einfach mal so ein paar Spikes, ne, dass du vielleicht mal einen kleinen Witz machst auf Kosten der Frau oder vielleicht mal was Derbes sagst, aber das muss jetzt nicht krass und ausgefallen sein. Deswegen auch als introvertierter Mann, du brauchst einfach nur durchschnittliche soziale Skills. Und wenn du die hast, ne, und auf Frauen zugehst, dann steht deinem Erfolg bei Frauen einfach nichts mehr im Wege.